Okay. Ah, jetzt kommt schon. Oh, Rico geht's nicht so gut, oder? Ich würde sagen, dass sie das gerade überlebt. Ich bin mich jetzt aber hart irritiert. Oh, schnell mit der Bettmedizin raushauen. Zack, zack, zack. Kassiert der Fisch einmal. Es geht voll daneben. Und tschüss. Unterwasserkämpfe nerven mich. Ich finde sie halt nicht mal cool. Sie sind einfach nur nervig. Mr. Fishy, come to me. Da seid ihr doch. Perfekt. Oh Gott, aber gleich so viele? Ist ein bisschen übertrieben, natürlich auch. Für das einzeln. So. Das war dumm. Ich hätte alle vier angreifen müssen, aber okay. Oh no! Rico ist ja noch dran. Okay, macht's jetzt aber weg. So, dann haben wir alle. Dann haben wir alle Wasserwesen. Sehr gut. Jetzt haben wir noch der Behemut und das komische Pflanzenvieh. Schnell wieder raus. Nein! Chance zum Präventivschlag. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt erstmal diese blöden Toxikfische weg. Schmeißen dem Vieh einen Ball an den Kopf. Wie gemacht mit Albert-Medizin. So. So, das ist hier auch noch kalt. Das ist auch erledigt. So. Ich würde sagen, Spiel bitte nicht aufhängen, danke. Jetzt nicht so geil. So, nein, nicht den Flubble Pudding. Aber da gibt es wenigstens noch XP. Ja, machen wir dann mit Zwind. Ich habe jetzt erst switch jetzt wieder um auf Oren und dann gibt es auch einen Sack. Sehr well. Ich hab's ja auch schon, das weiß ich. Mann, ist gut. Mann, das geht ja wieder gut los. Das kriegt heute Abend wieder kein Auge zu, wenn das so weitergeht. Böse Katze. Böse Katze. So. Komm schon. Nein, das Wasser. Da will ich nicht hin. Mit dem Bahamut. Keine Zwing! Farewell. Ja, ja. Ach, jetzt komm schon. Das ist doch jetzt eine Farce. Wieder bewegen. Dahin.
So. Jetzt nutzen wir noch zwei Sex-Heroinen. So. So, Oren. Oren wollte ich jetzt wohin? Warte mal. Molly! Da oben hin, da gibt es mir nochmal 3 Damage. Dann kann ich darüber gehen, dann mache ich mir da nochmal den HP-Kram ab. Gibt es denn hier noch irgendwo Schaden? Was ist das da eigentlich? Da kommt Tidus, ne? Tidus hat was? 2er Angriffskraftsteigerung. Das ist aber auch die frühen, glaube ich. Hier hinten sind noch welche, wo Kimari jetzt ist. Das ist sogar noch 1, das ist sogar noch früher. Hier sind dann halt 2 da und da. Das heißt, ich könnte mit ihm dann über einen Freund-Zeroid oder eine Port-Zeroid hier hinten hinkommen. Zwei Gemarker schon Kraft. Also Damage, ja, 3 und 4. Aber Level 3 Sphero-Pass. Jetzt nicht so. Aber hier ist relativ viel Schaden dran und da sind jetzt mal kurz hintereinander 2. Level 2 Sphero-Pass kommt man zu den. Zu Dings rüber hier. Hier werden wir dann auch wieder zu Dings rüberkommen. Rapidschlag. Bei Yuna wird man, glaube ich, nicht viel Schaden finden. Wenn, dann ist es irgendwie, wäre auch sinnvoll, es nicht zu nehmen. Was ist das hier eigentlich für ein Jonglieren? Ich werde mich mit mit Oren bewegen. Nach da. So. Platz im Zeitzüroid. Waka, beweg dich mal. Nee, nach da lang. Da komme ich bis hier. Komme ich. Okay, die Sphero-Dinger hatte ich aber schon noch gemacht, anscheinend. Tidus bewegen. Aber nicht mit Tidus anscheinend. Benutzen. Kraftzüroid. Hier ist so. Hier unten war jetzt keine Kraft mehr drin, da auch nicht. Hier ist nochmal Kraft drin. Das ist die von. Ja, da komme ich auch von hier aus nirgendwo ran. Nur über den Level-Dings da wahrscheinlich. Über den. Das lohnt, ich glaube, da lohnt es sich mehr, weiter bei Oren zu bleiben. Und. Hier steckt 4. Beziehungsweise hier dann lang zu gehen. Dann hier oben lang, ne? 3 und dann können wir hier unten rein. Gehe ich entgegengesetzt dem Weg, den Oren gegangen ist. Gibt es irgendwie eine schnellere Variante, dahin zu kommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube wirklich nur, dass ich das halt nur hier drüber machen kann, dann da, da und dahin. Gut, okay. Dann würde ich. Nein. Nein! Ah, verdammt. So. Benutzen. Rücksteroid. Dahin, danke. Bewegen. So. Ach ja, ich kann mich sogar noch einen weiter bewegen. Oder warte mal, was war das? Das ist das Desaster, ne? Nee. So, nutzen. Kraftzeroid, sehr gut. Ja. So, und jetzt hätte ich gerne einen Behemoth. Bahamut, Behemoth. Genau, oder nicht? Ja, danke, geht doch. Die müsste ich alle haben danach. Behemoth gefangen. Sehr gut, dann geht's jetzt zurück aufs Luftschiff und in die stille Ebene. Jetzt müsste ich sie eigentlich alle haben. Ah nein, stimmt. Oh mein Gott, Dankeschön, Spiel. Das war lucky. Das war goddamn lucky, dass das Vieh jetzt kommt. Dankeschön. Hoppala.
Naja, gut, okay. Ich kann dich zwar nicht fangen, aber ich kann euch nochmal wegnatzen hier. Oh, wait, du lebst noch. Das ist nicht gut. So, jetzt lebst du nicht mehr. Ups. Na, gerade ein bisschen reingentet. So, okay. Speichern. Ach, wollte ich gar nicht, aber ist okay. Sondern ich wollte zum Flugschiff. So. Und im Flugschiff gehen wir jetzt mit ihm quaddeln. Ja, bla bla. Dann Liste, stille Ebene. Yeehaw! Here we go! So, dann holen wir uns die Krone wieder ab. Ja, ich will auf meinem Chocobo reiten. Komm her, Chocobo. 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 Wait, what? Was wir können erhalten. Nein, danke. So, das wäre Nummer 2. Das ist Münze Nummer 2. Ich brauche noch 8. So, zum Flugschiff. So, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Insel Besaid. Here we go! Ah, fuck, ich hätte gucken können, ob ich da noch einen für brauche oder nicht. Oder ob Garuda überhaupt existiert. Gucken wir mal. Weil Garuda eigentlich das einzige Vieh ist, effektiv, was mir fehlt. Leider auch nur mit dort. Hier komme ich nicht weiter. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, nicht zu speichern, ne? Okay, ich werde jetzt aber auch nicht wieder den Fehler machen und nach Besaid laufen. Also in die Stadt. No problem. It's over. So, jetzt sind wir noch Garuda und das Hundevieh. Hier gibt es noch 4. Da ist das Hundevieh. Jetzt hätten wir nur noch Garuda wieder. Oder ich gehe wirklich mal gucken, ob Garuda überhaupt zur Monster-Sammlungs-Farms-Gedöns dazu gehört. Ich gehe mal davon aus. Aber ich kann mir halt nicht hundertprozentig sicher sein, ne? Ja, ich komme gerade jetzt auch wirklich gleich in die Ecke gescheißert und ich bin befreit. Eventuell. I don't know. Ich wundere, warum ich da nicht runter kann. Ach, das war jetzt der direkte Weg nach in die Stadt ist, ne? Glaube ich. Ich hatte gerade schon Hoffnung, ne? Als es so kurz ein bisschen komisch aussah. Wie viel Zeit kann man in einem Spiel verbringen? Ich zeige es euch bei Final Fantasy X. Sagen wir, das kann ich nicht hinterhalten. Da war Angst. So, das ist toll. Ach, Scheiße, da bin ich nicht XP, die kriegen wir nicht. Oh, mein Rücken. Ach, das ist jetzt Berg, Alter, sorry.
Crusade. Garuda ist halt schon ein relativ starkes Monster, ne? Für den Kran hier, also für den Bereich mit 1400 Leben. Finde ich, haut Garuda da schon ganz schön zwischen, wenn die anderen alle irgendwie nur so 95 und unter 100 Leben haben vorne. Schon wieder hinten halt. Ah nein. Ich mach mal kurz Folgendes. Ich kann, hier komme ich ja relativ schnell wieder hin. Ich guck, das vielleicht sogar schon reicht, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt hier noch 2 Jahre rumlaufe und hier es Garuda einfach gar nicht gibt, wäre das halt auch so ein bisschen sinnbefreit, um ehrlich zu sein. Jetzt mal kurz in die stille Ebene und gucke mal, was der so sagt, ob ich da noch irgendwas brauche oder ob der Ballett ist oder. So. Yeehaw! Here we go! Sie möchte reicht auf meinen Schokobo. Ich bin bereit, auf meine Schokobo bis in die Sonnenuntergang. Sorry. Okay, siehst du, ich brauch Garuda gar nicht. Dankeschön, HP, Wunderbitte. Nein, danke. Das ist Nummer 3. Sehr gut, damit haben wir das auch. Und dann kann ich... auch nix. Zum Flugschiff. Wow. Danke, Spiel. Speichern. Wir sind schon bei 41 Stunden, alter Schwede. Oh Mann. So, das wären dann das. Jetzt hätte ich gern die Insel Kilika. 1, 2, 3, 4. 4 Marcello? Ich glaube, das ist dann Kilika Hain, oder? Das nächste wäre die Mihenstraße. Ja, nochmal kurz zusammen. Also auch nur 4, oder ist hier auch wieder eins davon? Irgendwie ein Special-Viech, was... Tom, ein Spukkraut, ja, okay, aber es könnte trotzdem sein, dass es vorkommt. Mal gucken. Also die Differenz ist mich nicht ganz so riesig. So. You're counting on... counting on you. Mr... nein. Water Kiliga. Kann ich irgendwie die Straße nehmen? Ja. Yeah, here we go!